Verehrte Gäste, ich freue mich, dass Sie alle hier sind, dass Sie alle schwimmend den Weg zu uns gefunden haben. Wer lässt sich schon von so ein bisschen Regen das Schützenfest verderben? Dabei ging es ja eigentlich sonnig los. Und auch beim Fackelumzug zum großen Zapfenstreich vor dem Zeller Schloss hätte man sich wegen der Hitze fast ein bisschen Regen gewünscht. Beim traditionellen Bratwurstessen auf dem Gelände der CZ am nächsten Morgen wurde es dann aber feuchtfröhlich. Allerdings ganz anders als erwartet. Die Schützen ließen sich aber nicht aus der Fassung bringen und nahmen es mit tropfendem Humor. Schmeckt auch bei Regen. Die kleinen Schauer beim großen Aufmarsch vor dem Zeller Schloss bemerkte dann noch. Bisher ist es gut gelaufen. Bis auf das Wetter heute Morgen hatten wir viel Freude, viel Stimmung. Gute Umzüge heute am Tag. Gestern Zapfenstreich mit dem Fackelumzug war natürlich ein ganz hervorragendes Erlebnis. Viele Zuschauer dabei gewesen. Wirklich ein tolles Bild gewesen vor dem Zeller Schloss. Der Festplatz wird gut angenommen. Alles funktioniert ganz gut. Ich denke, wenn das Wetter hält, dann halten wir auch durch und haben unseren Spaß. Vor einem großen Publikum wurde hier dann der Bürgerkönig ausgerufen. Annette Scholz hatte in diesem Jahr das ruhigste Händchen und wurde Bürgerkönigin 2015. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Das erste Mal mitgemacht und dann gleich Bürgerkönigin. Also, ist schon toll. Nach der Proklamation ging es weiter zum Schützenplatz, wo noch bis Dienstag gefeiert wird. Und dann? Abends dann das Treffen aller Zeller Schützenvereine im Festzelt. Ja, und Dienstagabend dann Proklamation, wie man so schön sagt. Dann fängt alles wieder von vorne an.